Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Und zu einem Part von Switch Go Vacation. Ich muss euch enttäuschen. Ihr müsst mich noch einen Part mit Prilla dran. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ja, ich dachte mir, ich nehme noch einen Part auf. Denn, ja, wir machen jetzt weiter mit was anderem als Tauchen. Denn wir machen dann, wenn wir die nächste Aktivität hier fertig haben und dann noch Schnee und. Und mal schauen, wann wir wieder zum Tauchen zurückgehen. Ob wir schon im nächsten Part oder in der nächsten Part wieder zurückgehen oder erstmal noch andere Aktivitäten machen. Schauen wir mal. Immer die willkommen zum. Im Shadowsort. Alle Anschließen abgeschlossen, genau. Weil schaut mal an, ich dachte mir folgendes. Und zwar, wenn man hier beim Schimmelspiel mal schaut. Es ist ja so, dass Shadowsort relativ wenig Aktivitäten hat, aber die Aktivitäten sind ziemlich umfangreich. Im Stadtresort sind sehr viele kleine Aktivitäten. Im Schneeresort sind sie mittelmäßig, denke ich. Und im Bergresort, sind sie auch relativ, nicht so viel. Aber auch eher umfangreich, würde ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal mit dem Tischhockey weiter. Das haben wir heute. Let's go. Den haben wir hier noch nicht bekommen, glaube ich. Schauen wir mal. Am Tischhockey. Ne, den haben wir den Stern noch nicht. Dann schauen wir da mal hin. So. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Let's go, Tischhockey play spielen. So. Ist hier? Nee, auf der anderen Seite. Oh. Ja. Ach, mich schon wieder versagt, ich hab den Plus nicht über die Bande gespielt. Hä? Tut mir leid. Man schlägt mit Tischhockey. Was? Manchmal schlägt das Tischhockey-Teil in seinen Band. Aber wie nicht? Dabei schlägt man bloß einen schwebenden Puck mit dem Schläger, aber das macht so süchtig. Ob man alleine oder im Team spielt, das macht total viel Spaß. Den Puck umherzuschlagen und so berauschen. Du sollst auch mal besuchen. Schau von hier aus zu Husky und hier um Pucks getroffen zu werden. Ich weiß gar nicht, wie umfangreich das tatsächlich jetzt ist. Ich glaube, das ist schnell durch. Ich glaube, das dauert nicht so lange. Schauen wir mal. Tischhockey. K.O.-Turnier. Was sollen wir machen? Freies Spiel brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. K.O.-Turnier. Level 1, 2, 3 und endlos. Endlos müssen wir nicht machen. Wir machen mal einzeln. Und schau mal, das sollte nicht so wild sein, denke ich. Sie ist bewegen und A schlagen. Okay. Sie ist lustiger mit Bewegungssteuerung, ich weiß nicht. Okay, 1-0, sehr schön. Oh nein, der geht nicht rein. Ja, geht aber rein, sehr schön. Okay, noch sind wir Stufe 1, das heißt, sollte das kein großes Ding sein. Ach, geht auch nur bis 3. Bingo. Aber ich weiß ja nicht, wie lange dieses K.O.-Turnier geht. Ich glaube, das sind immer 3 Spiele, oder? Oder wie lange geht das? Nummer 2. Ein bisschen schwach. Oh, wie ging der denn rein? Okay, der war mit viel Gewalt. Der war sehr, sehr heftig. Wow. Okay, noch ist alles easy, machbar. Wow. Das hat sich bewegt und hat sich selber ausgekontert. Okay, nächstes Spiel. Wieder zu 0. Wow. Okay, da ging es ziemlich schnell. Das war heftig. Matchpoint. Wir haben echt zu 0 gespielt. 3x zu 0. 3x 3-0. Na cool. Dann schauen wir mal, ob wir das auch noch im anderen schaffen. Schauen wir mal. K.O.-Turnier Stufe 2. Einzeln? Ja, komm, einzeln. Warum nicht einzeln? Oder vielleicht mache ich später noch eine Runde. Doppel vielleicht. Mal gucken. Vielleicht mache ich Stufe 3 mal doppel. Spiel ich jetzt gegen eine Oma oder was? Sie schießt langsam. Oh, jetzt haben wir einen
Ja, gut, ich gut haben bekommen. Ich habe jetzt aufgewacht. Okay, ja, gut Match. Und ich würde dann machen, letzte Runde war noch mal Doppel. Okay, die kann man sich mal so einfach auskontern tatsächlich. Uff. Der war intensiv. Krass. Alter, der ist echt nicht schlecht jetzt. Alles klar. Boah, der war ziemlich stark von mir. Okay, noch sieht's gut aus. Also noch ist nichts brenzlig, denke ich. Oh, passend. Immer in dieselbe Richtung. Er hat nicht aufgepasst. 2-1. Jetzt haben wir Matchpoint. Okay, bis 3 ist eigentlich immer ganz nice. Oh, da war ich zu langsam. Verdammt. Jetzt hin. Pfosten. Oh, wieder Pfosten. Oh nein! Der hat gewonnen! Hat niemand gesehen? Oh verdammt. Der letzte war echt gut. Ja, vielleicht aber, weil ich es auch nicht gewöhnt bin, mit diesem Controller hier zu spielen. Ich spiele sonst immer mit Joy-Con. Und da geht die Steuerung ein bisschen anders. Oder eigentlich letzte Mal habe ich mit Nunchuck gespielt von der Wii. Es ist halt echt viel. Bewegt sich viel schneller und viel einfacher hin und her als hier mit dem Controller, finde ich. Hier ist ein bisschen schwergängig tatsächlich. Ah, jetzt geht schon viel besser, okay. Wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann geht's auch schon. So. So. 13-0. Sieht gut aus. Okay, die schlafen doch auch ein bisschen, die Gegner. So. Nee, doch. Ah, oh, nein. Ist was reingegangen? Wie ist der denn rein? Keine Ahnung, wie der gerade rein ist. Absolut kein Schimmer. Und der war aber auch knapp, dass der nicht in mein Tor ist. Posten. What? Okay, 3-0. Komm, schaffen wir doch ein 3-0-Spiel. Das wäre absolut krank, wenn wir das schaffen würden. Let's go. Nein. Der will, dass ich offensiv werde, damit er treffen kann. Ich weiß schon. Okay, 1-0 für uns. Sieht gut aus schon mal. Ja, 2-0. Oh, wenn er immer schneller wird, dann weiß man halt auch nicht irgendwie, was man tun. Was soll man tun? Minimal zur Seite. Nein, jetzt hat er getroffen. Verdammt. 1-0. Nicht gut. Na egal, muss ich das irgendwann anders mal probieren. Oh, der war so schlecht. Ich darf jetzt bloß nicht keinen Treffer kassieren. Ja, okay. 3-1, immerhin. Dann kann ich das mir auch noch kurz aufschreiben, dass wir das immer spielen. Tisch, Hockey, K.O. zu 0. S2 und S3. Ich denke mal nicht, dass ich die Stufe 3 schaffe. Mit zu 0. Wir probieren es aber trotzdem mal mit Doppel, einfach weil. Nur weil es möglich ist. Teammate.
Ich bin hinten, weil die anderen machen ja nichts. Komm, mach mal was hier. Mein Teammate! Was kann ein Tor machen, ey? Was soll das? Oh man. Gott, ich muss ja alles selbst machen. Mein Teammate kann gar nichts. Oh mein Gott. Okay, das hat niemand gesehen. Oh, mein Teammate! Doch einfach aus dem Weg, Alter! Zum Kotzen. Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier entspannt nochmal ein Einzel. Mein Teammate mir minimal auf den Senkel geht. Oh Mann. Okay, let's go. Junge, kann diese Einblendung mal weggehen, dachte ich gerade. Das sieht komplett aus hier. So, als ein Leben auf dem Spiel stehen würde hier. Aber dann ein Tor machen, ja, ja. Okay. Boah, der war sehr gut, der war verdammt gut. Oh, fast. Ich dachte, er geht rüber jetzt. Darüber und jetzt. Nein, schon wieder passen. Und jetzt hat er das Tor bekommen. Shit. Na gut, dann müssen wir das ja mal anders mal nachholen, dass ich echt zu Null spiele. Das wäre auch eine lustige Idee für den Stream, denke ich. Jetzt geh wieder dahinter. Oh. Na, die bewegen sich doch schnell genug. Also man kann es nicht so easy planen. Oh, dieser Safe. Unglaublich, wie ich den noch retten konnte. Oh nice. Der war so langsam, aber dennoch gut gezielt. Das hat dann trotzdem gereicht. Okay. Noch zwei Matches. Okay, jetzt wird's intensiv. Als ob der den noch rauskriegt. Krass. Oh, der war echt High Speed. Okay. So. Er zieht auch jetzt ein bisschen hin. Also er weiß, was er tut. 2-0, sehr schön. Matchpoint. So kann man echt ziemlich ausgucken. Immer in die Ecke schießen und dann einfach rüberballern. Match. Und das war's auch. Gut. Letzte Runde. Shit. Der sollte jetzt aber nicht gegen mich gewinnen, das muss ich alles immer machen. Das ist eine gute Taktik, immer in die Ecke schießen, dann drüber und dann komplett ins andere Eck. Das geht echt ziemlich gut. Okay. Also manchmal ist er echt zu schnell, wo ich da weiß ich auch nicht mehr, was hier passiert. Es wird verdammt spannend. Oh nein, bitte, bitte jetzt hier keine Niederlage. Was ein letzter Punkt einfach. Und der war fantastisch. Okay. Und wir haben das K.O.-Turnier geschafft. Genau, es gäbe hier noch dieses K.O.-Turnier, dieses Endlos. Das ist quasi bis. Es geht dann echt die ganze Zeit weiter. Also, das ist dann nicht nur 3 Runden, glaube ich. Kann man lang spielen, wie man möchte, denke ich. Und ja, können wir da mal in einem Stream machen, denke ich. Oder mal im Video mal gucken. Weiß ich noch nicht. Aber ich denke, ja. Jetzt haben wir erstmal einiges geleistet. Und die Aktivität fertig. Oh, du bist ein Tischjockeyster. Zeig mir bei Gelegenheit mal wieder, was du drauf hast. Ja, das tue ich. Marika, der ist mein Rekord. Voll Technik, Respekt. Der letzte Punkt wäre echt der allercoolste, fand ich. Der war voll fresh. Okay, nice. Dann würde ich sagen, war es das hier für eine Folge. Seid dann schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zingerfreak. Und ja, mit dem Tauchen geht es aber anders weiter. Nächste Folge wird Orientierung werden. Dann denke ich, mache ich noch das Schneeresort.
Und dann mache ich vielleicht tauchen oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Werden wir dann sehen, dieser Sonnenschein. Ciao, euer Zegerflieger. So, mein Hund in der Schule. Ach, keine Ahnung. Sonnenschein, ciao, euer Zegerflieger. Tschüss. Ja, das war ein Pod von Go Vacation für die Switch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Drum sage ich jetzt ciao.